Nicht die. Na ja. So geil, wie die Wache jetzt schon ist. Oh, knapp. Na, komm doch mal raus aus diesem Scheißloch. Ja, das darf man nicht wirklich sagen. Mach das Tor mal auf. Was ist denn hier schön? Das ist eine Beile. Und unser Gold. Ja, also ich spaziere jetzt einfach mal so von da raus. Fällt ja auch nicht irgendwie auf oder so. Naja, die Leute bei den Spielen, die ist schon manchmal nicht ganz ergründlich. Bis jetzt bleibt mir auch noch so leicht fern, was das mit Geschichte hier zu tun hat. Gut, wir sind im alten Olympia, aber irgendwie bei Matika muss das jetzt richtig Rätsel lösen. Ich meine, ich kann das Spiel jetzt ja auf Anhieb, obwohl ich es bisher nur einmal durchgespielt habe. Und das ist auch schon 5 Jahre her. Damit hätte ich noch in Windows ME rechnen, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, und ich glaube, wir müssen zum Tor. Damit hätte ich noch kein großes Mikrofon. Damit hätte ich das gleich mit. Ach ja, damit hätte ich noch gar keinen Kanal. Habe ich erst seit 2 Jahren. Alle, die Folge heute sehen, da wünsche ich allen frohe Weihnachten. Ich bemühe mich, die heute noch hochzuladen, wenn ich es zeitlich hinkriege. So, und das Tor scheint offen zu sein. Die Dame da, die will uns anscheinend irgendwas sagen. Mal schauen, was die uns sagen will. Nehmt euch in Acht, Fremder. Unterhalb der Stadtmauer sollen gefährliche Chimären. Ja. Wäre es lieb, wenn der Shadow wieder zu, ja. Lustig. So, wir machen eine Katze. Katzenmauer mache ich nicht rein. Die mache ich jetzt hinterher. Die Katzen nicht mehr mittendrin. Mal sehen. Mal hier runter. Die will uns anscheinend nicht sagen. Jetzt ziehe ich den auf dem A-Tief sein. Ja, da will ich was sagen. Ich grüße euch, Händler. Warum ist niemand bei der Fähre? Ich mache mir große Sorgen um die Fährfrau. 3 Monstren haben sie. Möchtet ihr vielleicht einen Feuer? Ja, einen Feuerstein nehme ich immer gerne. Kann man immer gut gebrauchen. Wenn es das Spiel schon anbietet, dann warum nicht? Schön. Ich meine, machen wir mal hier lang. Gucken wir mal, was hier ist. Da waren vielleicht die Wege lang. Vielleicht kann man den von hinten ins Rücken fallen. Ja, oder ins Viech entgegen. Da muss erst mal kämpfen. Das Kampfsystem ist blöd, wisst ihr das? Ich habe hier die Verpackung vor mir. Na, FSK 0, hä? Ich glaube, damals waren die noch ein bisschen die Schwierigkeiten. Heutzutage, da zensieren die ja alles. Und hier kannst du auf Monster einprügeln in einem Spiel, was für Kinder gedacht ist. Ich glaube, da hat Ryan Games sich ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, denn das Spiel wird auch ganz schlecht rezensiert, aber ich finde es ganz cool. Aber die Altersangabe 8 ist nicht hier rechtfertigt, also 12 oder 16 ist eher drin. So, zum Stadttor verschleppt. Machen wir mal hier hoch. Auch vorher nochmal beherzt speichern. Und ich rüste mal noch meine Axt aus. Wie so das Gefühl, wenn wir ein Monster angehen können. Ja. Oh. Hey. Chipplatte, ja. Chip. Neu. Eine Energie. Hat denn die sonst ähnlich laut? Und das sieht aus wie die Fährfrau. Herr, ihr habt mir das Leben gerettet. Ich bin euch zu groß. Ich werde bestimmt.
Die braucht neue Ruder. Die Dialoge könnt ihr euch selber anhören. Wenn ihr euch das Spiel gebraucht ersteigert, gibt es für ungefähr 1 Euro, wenn ihr schon viel bezahlt. Ich habe es für 27 Cent gekauft. Ich würde es auf jeden Fall jedem mal empfehlen, weil es ist schon heimlich geil. Das muss man lassen. Also für das Alter, das ist 10 Jahre alt. Die Grafik für damals ist super eigentlich. Also manche Spiele schon gesehen heutzutage, die sind schlechter. So, stopp. Inventar. Denn hier einen Code für Orders. Ja, ich glaube, Minion, den geht's nicht mal so gut. Das sieht leicht tot aus. Hätte man alles nicht in ein Kinderspiel reinholen müssen, muss ich jetzt mal ein bisschen Kritik lassen, ja? Lauf, 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 lauf. So, ich würde mal meinen, ich schieb hier gleich mal die CD in meinen Laufwerk rein, weil die nervt während der Aufnahme ziemlich. Ist immer brummt im Hintergrund. Wenn ich jetzt da durchschreite, wird es bestimmt laden wollen.